Herzlich willkommen bei Phonofono in Berlin. Heute geht es um Streamen, also das Musikhören von Audiodateien, die nicht bei Ihnen zu Hause irgendwo gespeichert sind, sei es auf Schallplatte, CD oder so, sondern die Sie über Internet bekommen. Und ich werde Ihnen ein klein bisschen was Allgemeines über Streaming erzählen und dann relativ schnell einschwenken auf das, was Sie hier schon neben mir sehen, nämlich teure, aber hervorragend außergewöhnlich gute Klangqualität, die seit einiger Zeit auch mit Streaming möglich sind. Der Anlass für dieses Video ist ein Ereignis, Hi-Fidel betrachtet wirklich ein bemerkenswertes Ereignis, nämlich die Vorstellung eines Streaming-Gerätes von der Schweizer Firma Nagra, die vielen von Ihnen bekannt ist für hervorragende Hi-Fi-Geräte und vielleicht auch dem einen oder anderen daher, dass Nagra früher ganz weltberühmte kleine Spulentonbandgeräte gebaut hat, die häufig auch für Reporter im Einsatz waren, auch in Kriegsgebieten, also sehr robuste, aber auch für Hi-Fi-Verhältnisse hervorragende Geräte. Nagra baut seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten herausragend gute Hi-Fi-Geräte, die Sie hier neben mir sehen. Ich habe eine ganze Nagra-Anlage für Sie aufgebaut. Aber wie gesagt, Anlass war der Streamer und das ist das kleinste Kistchen, was Sie, wenn Sie genauer hingucken, da unten sehen. Ich halte Ihnen das gleich noch in die Kamera. Aber lassen Sie mich kurz die Anlage vorstellen, bevor ich dann auf das eigentliche Thema, eben auf das High-End-Digital-Stream komme. Den Lautsprecher, den Sie hier neben mir sehen, ist eine Avalon PM2.2, ein Precision Monitor 2.2, das modernste, was Avalon im Moment anbietet. Das ist eine ganze Serie und das ist der zweite Modellvertreter. Es gibt der um die 50.000 Euro das Pärchen kostet. Es gibt ein kleineres Modell, die 1.2, die auf dem Weg zu uns ist. Und dann auch noch größere Modelle, die dann auch sukzessive hier bei uns vorführbereit sind. Aber dieses Modell ist einfach traumhaft schön, klingt fantastisch. Läuft auch mit Röhre, aber eben auch mit Nagra. Nagra baut Transistor-Endstufen wie diesen Classic Amp hier, den Sie hier neben mir sehen. Das größte Gerät aus dieser Serie, aber für das, was er leistet, eigentlich ausgesprochen kompakt. Eine Stereo-Endstufe, die Sie wahlweise auch im Monobetrieb betreiben können, wenn Sie dann brauchen Sie eben zwei davon. Und das ist ein Class A Stereo-Gerät. Sie merken, würden das merken, wenn Sie hier in meinem Raum wären und die Hand hier drauf halten. Das wird schon ordentlich warm, wenn das ein bisschen in Betrieb ist. Klingt aber fantastisch. Hat einen wunderschönen auch Tiefbass, schöne Räumlichkeit, schöne Feinauflösung. Und gerade auch im Zusammenspiel mit diesem neuen Avalon kriegen Sie von allem so viel, dass Ihnen vermutlich der Mund aufstehen bleibt. Das ist schon Grinsen, Dauergrinsen ist hier garantiert. Das hier drüber ist der Vorverstärker von Nagra, eine Röhrentechnik, der Nagra Classic Pre, der diese Endstufe hier ansteuert. Und was Sie hier jetzt sehen, ist der Classic DAC, den Sie für den Streamer brauchen, um den es dann geht. Ich erzähle Ihnen auch noch was, um was es wirklich geht, aber das ist, kommt später. Nagra Classic DAC ist überarbeitet worden vor einigen Monaten oder kurzer Zeit und das neue Modell hier klingt noch mal besser. Wirklich fantastisch, ein tolles Gerät und manche werden jetzt schon wieder nörgeln und in die Tasten greifen, so nach dem Motto, ah, der Lützelberger spinnt schon wieder. Ja, der spinnt. Weil wissen Sie, ich will damit ja wirklich Musik hören und nicht nur irgendwie Schnickischnack. Und das, was Sie hier brauchen, wenn Sie Besitzer solcher Einzelgeräte sind, ist die Stromversorgung. Classic PSU, teuer, kann aber dafür drei Geräte gleichzeitig versorgen. Und das tut diese Classic PSU hier, nämlich die versorgt den Classic Preamp mit Strom, den DAC und den Streamer. Und wenn Sie das weglassen, sind Sie selber schuld, weil die Anlage dann nicht nur ein bisschen schlechter klingt, sondern der Klang regelrecht in sich zusammenbricht. Und ja, ich übertreibe maßlos, weil die Geräte einzeln natürlich auch toll sind. Aber wenn Sie schon so viel investieren, dann sollten Sie auch die Stromversorgung noch nehmen. Gute Kabel, selbstverständlich. In dem Fall Tellurium-Stromversorgung. Ganz, ganz unbedingtes Muss. Alternativ Schnerzinger-Stromkabel. Und als Verbinder NF haben wir hier überall Transparent. Auch eine tolle Wahl. Und was da rauskommt, ist in jeder Hinsicht grandios. Wenn Sie einen Plattenspieler in die Anlage reinnehmen wollen, wie diesen De Beer oder Brinkmann oder irgendwas anderes Tolles, gibt es ja auch eine Phonostufe dazu, die übrigens dann auch über die PSU laufen kann. Nur da muss man dann irgendwann mal
überlegen, weil der nur drei Geräte gleichzeitig betreiben kann, ob man nicht vielleicht den Streamer abklemmt, weil der Plattenspieler dann vielleicht noch ein bisschen besser klingt. Aber das ist ein anderes Thema. Lassen Sie uns hier weiterbleiben. Classic DAC ist ein Digitalsystem, das wir auch bisher schon sehr, sehr gerne benutzt haben und über Streaming-Systeme laufen haben lassen, in der Regel von Inwas, also Fremdanbieter. Und Naga hat eben, wie ich vorhin schon sagte, jetzt auf der letzten High-End 2024 einen eigenen Streaming-Gerät vorgestellt und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Dieses kleine Kistchen, was ich hier in der Hand halte, ist der neue Streamer von Naga. Das Gerät ist zunächst mal erschreckend winzig für das, was Naga sonst bietet. Und wenn Sie sich die anderen Geräte von Naga anschauen, hier aus dieser Classic-Serie, auch die sind ja schon vergleichsweise kompakt. Aber gegen dieses Streamer-System sind auch die geradezu Riesen. Und Sie ahnen nicht, wie angenehm es ist, eine Idee zu haben, wie diese, nämlich dass Naga sagt, ja, so ein Streaming muss sowieso immer am Netz sein, weil man will ja über die Handy-App das Gerät steuern. Das braucht ein bisschen Strom, das reicht aber völlig und dieses Gerät können Sie irgendwo in die Peripherie verbannen. Und viele haben ja gerade bei solchen Anlagen kaum noch Platz. Man kann zwar diese Geräte übereinander setzen, haben Sie ein Türmchen, können Sie Städte bauen mit. Aber wenn Sie sie anders hinstellen, wie hier jetzt auf Stillpoints Ultra 6 oder da unten Ultra SS oder Ultra One, dann klingen die Geräte viel, viel besser. Und dieses Streamer-Modul stelle ich dann üblicherweise irgendwo in eine Ecke, wo ich sie noch sehe, das Gerät, aber ich muss ja sowieso nicht ran und dann stört das auch nicht. Sehr, sehr praktisch. Wenn Sie sich die Rückseite betrachten von diesem Gerät, haben Sie einen Anschluss für Stromversorgung natürlich, dann LAN-Anschluss. Das Gerät braucht ein Kabel, weil Sie sonst die Qualität nicht über Funk hinbekommen würden. Und dann hat er ganz was Besonderes. Ich habe das mal drin gelassen. Sie sehen hier einen USB-Stick. Da haben Sie einen USB-Anschluss. Der ist nicht für den Anschluss von anderen Digitalwandlern gedacht, sondern für den Anschluss von Festplatten und Speichermedien, wo Sie Ihre Musiksammlung drauf haben. Und so ein Nerd wie ich hat halt seine Musik auch auf, in diesem Fall, einem USB-Stick gespeichert, weil ich gerne meine Stücke in toller Auflösung haben möchte, weil ich auch meine Musiksammlung ein bisschen sortiert haben möchte, was leider über die meisten Streaming-Apps nicht so ideal für mich als Klassikhörer funktioniert. Und da ist mir das sehr recht hier. Auch zum Vorführen in unseren Studios ist das immer super praktisch, wenn wir solche USB-Sticks benutzen. Geht super damit. So, der eigentliche Witz aber ist, sind die anderen beiden Anschlüsse. Da haben Sie zunächst mal elektrischen SPD-Ausgang, also einen Ausgang. Also einen Digitalausgang, der in einer Richtung funkt, wenn Sie so wollen, nämlich von dem Streamer zu dem Digitalempfänger, in dem Fall einem Digitalwandler. Der eigentliche Witz aber ist das hier. Das ist ein optisches Kabel und das ist nicht einfach ein optischer SPDIF-Ausgang, sondern das ist etwas, was Naga Link nennt. Ein Spezialausgang, der gekoppelt wird mit einem Spezialeingang an Naga Digitalwandlern der neueren Generation. Wenn Sie also so einen Digitalwandler selber besitzen, schauen Sie mal auf der Rückseite, ob da eine verdächtig, merkwürdig aussehende Buchse mit Naga-Link beschriftet ist. Dann können Sie dieses Gerät hier direkt anschließen. Dann haben Sie hier so ein dubioses oranges Kabel. Das ist eben das optische Kabel, das dünn ist und dabei liegt und relativ preiswert ist auch. Und dann stecken Sie das einfach rein, drücken auf den Knopf und oh Wunder, das funktioniert einfach so. Das ist natürlich jetzt wieder typisch Naga. Dauert ein bisschen, bis man sowas wirklich entwickelt und dann auch spielfertig hat. Aber von Naga können Sie ähnlich erwarten wie von Rolls-Royce. Da fährt das Auto ja auch, ohne dass Sie noch ein Update machen müssen. Und so ähnlich ist das hier bei Naga auch. Sie kriegen die weltbeste Qualität in der weltbesten Verarbeitung. Und in diesem Fall tatsächlich zu einem Preis, der für Naga-Verhältnisse geradezu lächerlich ist. Das Gerät kostet etwa 5.000 Euro. Und spielt damit in einer Liga, wo es mühelos zumindest mithalten kann mit konventionellen Streamern anderer Hersteller, wenn nicht sogar etwas griffiger, etwas besser spielt, vor allen Dingen, wenn Sie es direkt mit Naga-Geräten verbinden. Aber dieser Streamer ist natürlich auch geeignet für jedes andere Digital
fähige Gerät, das einen elektrischen SPDIF-Eingang hat. Da müssen Sie halt dann gucken, dass die höheren Bitraten, die hiermit möglich sind, auch vom empfangenen DAC verarbeitet werden können. Aber grundsätzlich geht das alles. Fantastisches Gerät, überragender Klang. Und jetzt zeige ich Ihnen ein bisschen, wie man eigentlich streamt. So, Streaming bedeutet, Sie haben keine eigene Musik in Form von Dateien oder richtigen Tonträgern wie einer CD oder Schallplatte, sondern Sie haben einen Vertrag abgeschlossen mit einem Internetanbieter, der auf seinen eigenen Computern und Speichern ganz viel Musik gespeichert hat und Ihnen das Recht einräumt, die sich temporär zu holen und die Musik zu hören. Das gibt es gratis, da haben Sie dann häufig relativ schlechte Qualität, also nur MP3 oder niedrige PCM-Bitraten. Da wird auch mal Werbung eingespielt. Das können aber zum Beispiel auch Radiostationen sein, die Sie online streamen können. Das ist nicht zu verwechseln mit DAB oder UKW oder sowas, sondern das sind im Grunde auch Streaming-Anbieter, ähnlich wie auch Podcasts. Die einfachste Variante ist, Sie brauchen immer irgendeine Form von Computer in Ihrem Netzwerk in irgendeiner Form verbunden mit diesem Internet und eben einen Vertrag mit einem Streaming-Anbieter. Und das kann zum Beispiel auch Spotify gratis sein. Auch dann haben Sie einen Vertrag. Wenn Sie aber größere Ansprüche haben, höhere Ansprüche an die Qualität und auch werbefrei hören möchten, haben Sie in der Regel ein Abo abgeschlossen mit einem Anbieter wie Spotify, Apple Music oder Qubus, Tidal, solchen Anbietern, die auch durchaus High-Res-Audio-Dateien Ihnen anbieten, die also weit über das qualitativ noch hinausgehen können, theoretisch, was ein CD-Spieler kann. Sie brauchen dann irgendeine Form von Master, will ich jetzt mal sagen, in Form eines Computers, das ein Smartphone sein kann, ein Tablet, aber auch ein normaler Computer. Und da sagen Sie dann, ich möchte von Dire Straits das hören oder von Wagner dieses oder von Marianne Rosenberg dieses oder jenes Stück oder das Album. Und viele von Ihnen werden das kennen, manche vielleicht auch noch nicht. Die einfachste Form ist immer, Sie haben ein Handy, da können Sie auch einen Kopfhörer dran haben. Die Variante, die ich Ihnen eben beschrieben habe, bedeutet, auf Ihrem Handy ist das Steuersystem, die App, mit der Sie auswählen, was Sie hören, und gleichzeitig auch das Abspielsystem, in dem Fall auch ein Wandler, der das wandelt zum Beispiel zu Ihren Kopfhörern. Oder, was viele auch machen gerne, die spielen über irgendein Bluetooth-Böckschen oder Lautsprecher, die drahtlos ansteuerbar sind, die Musik dann ab. Und das können Sie auch über jede HiFi-Anlage, auch über so eine High-End-Anlage machen. Dazu brauchen Sie so eine Kiste, die sieht manchmal so aus oder ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Sowas kostet zwischen, ich sage jetzt mal 15 bis vielleicht 50 Euro, kriegen Sie bei jedem großen Versandhändler, der Elektrogeräte hat. Dieses Ding verbindet sich über Bluetooth, häufig auch über einigermaßen passable, also wir sagen qualitativ akzeptable Bitraten mit Ihrem Handy. Und dann spielen Sie die Musik vom Handy auf dieses Ding. Das heißt, Sie haben hier gleichzeitig das Steuersystem, mit dem Sie aussuchen, was Sie hören, und das Abspielen selber. Kombination aus Handy und diesem Ding. Und das, ich habe Ihnen mal das Kabel drangelassen, das Analogkabel. Diese Dinger haben häufig auch einen Digitalwandler eingebaut. Und Sie erkennen wahrscheinlich schon an dem Preis, das ist jetzt nicht unbedingt High-End. Das können Sie auch da anschließen. HiFi-Anlagen haben in aller Regel, wenn Sie seriös sind, keinen Bluetooth-Empfänger drin, weil Bluetooth ein Standard ist, der sich sehr schnell weiterentwickelt und HiFi-Geräte eigentlich eine Lebensdauer von 20 bis noch mehr Jahren haben. Bluetooth, naja, eine Lebensdauer von Wochen, Monaten oder vielleicht Jahren. Korrigieren Sie mich, wenn Sie es besser wissen, aber jedenfalls nicht Jahrzehnte. Zum anderen ist Bluetooth was Schönes, wenn Sie über Kopfhörer in der Bahn ein bisschen Musik hören möchten, aber, oder im Auto. Aber wenn Sie über eine HiFi-Anlage, die einigermaßen was taugt, Bluetooth hören, ist das eher so am Rande von Körperverletzung. Wenn Sie den Eindruck nicht haben, sollten Sie eher Ihre HiFi-Anlage hinterfragen, weil mit schlechten HiFi-Anlagen merken Sie das nicht, aber mit sowas denken Sie sich, oh Gott, was ist das denn? Das hört sich ja grauselig an. Also selbst mit einfacher Unterhaltungsmusik werden Sie sowas vielleicht nur für Hintergrundberieselung haben und dafür ist das dann aber super geeignet. Wir sagen, Ihre HiFi-Anlage steht in der Nähe Ihres Esstisches, Sie haben Gäste eingeladen und wollen ein bisschen Musik hören. Dann können Sie Ihr Handy auf den Tisch legen, ein bisschen streamen und im Hintergrund dudeln ein bisschen was.
Dafür brauchen Sie aber ganz sicher keinen Nagra-DAC und einen Streamer von der Qualität, um die es hier eigentlich heute geht. Der Witz beim Streaming ist, wenn Sie über eine richtige Anlage mit einem richtigen Streamer arbeiten, ist die Bedienung eigentlich die gleiche. Auch hier brauchen Sie ein Steuersystem, in der Regel ein Smartphone, Tablet oder PC, wo Sie sagen, ich möchte jetzt von Tidal das Stück oder von Spotify jene Playlist hören. Der Hauptunterschied ist aber, Sie benutzen Ihr Tablet, Smartphone oder PC nur als Steuergerät. Und dieses Steuergerät sendet dann in diesem Fall an den Nagra-DAC den Befehl so, jetzt hol dir von Tidal, Cubase, Spotify oder Apple Play Music das Stück. Und das Ding hier macht dann gar nichts mehr. Und daran erkennen Sie schon, das ist technisch eigentlich ganz was anderes, ohne dass Sie es merken, außer dass Sie hier zum Beispiel, das ist die App von Tidal, dass Sie hier auf Tidal Connect gehen und dann dem Ding sagen, nee, jetzt möchte ich nicht mehr über Bluetooth, also Handy streamen, sondern da erscheint dann der Nagra-Streamer. Und da sagen Sie, okay, Musik spielen auf Nagra-Streamer und ab da ist das nur noch Steuergerät und der Nagra-Streamer macht die eigentliche Arbeit. Holt also die Musik über sein LAN-Kabel vom Internet, gibt das über ein optisches Kabel, in diesem Fall an den Classic DAC weiter, der Classic DAC wandelt das auf analog, gibt das weiter an den Vorverstärker, der Vorverstärker an die Endstufe und dann kommt sie an den Lautsprechern raus und dann werden Sie sich richtig freuen, weil das klingt um Lichtjahre besser. Das Tolle bei dem Streamer von Nagra ist, er verbindet sich direkt mit Tidal oder mit Apple Music von den Apps, die Sie auf Ihrem Abspielgerät, auf Ihrem bisherigen schon haben. Der braucht also kein eigenes Steuerprogramm, um schon richtig loszulegen. Und das ist sehr, sehr selten. Das haben wir bei meisten anderen Streamen, einschließlich zum Beispiel InOS, was wir sonst als Alternative gerne benutzen, ist das anders. Bei InOS brauchen Sie ein Programm, ein Steuerprogramm, eine App. Und innerhalb dieser App arbeiten Sie dann mit dem Streamer und sagen dem, was er machen soll. Das Prinzip ist auch da das gleiche. Sie haben auf dem Handy nur das Steuerprogramm, das dem Streamer dann sagt, du InOS, Puls, Pulsar oder wie, was Sie haben, tu dies, tu jenes, spiel mir das und das. Aber es ist eben ein eigenes Programm. Und der Nagra-DAC ist da anders, ist zunächst mal viel einfacher zugänglich. Nun ist es aber auch da so, der Apple Streamer, Apple sage ich schon, der Nagra-Streamer klingt, finde ich, doch mal hörbar besser, wenn Sie ein richtiges Steuerprogramm benutzen. Und Nagra hat sich hier zusammengetan mit einem Anbieter, der die App M-Connect anbietet. M-Connect benutzen wir zum Beispiel auch bei Metronom. Auch hier, das ist also ein durchaus gängiges Digitalsystem, wo die Hi-Fi-Hersteller dann sagen, okay, das entwickle ich lieber nicht selber, weil das ist nochmal eine eigene Baustelle. Da besorge ich mir von einem fähigen Spezialisten ein Spezialprogramm und implantiere das auf mein System. Und das hat Nagra hier dankenswerterweise auch gemacht. M-Connect sieht ähnlich aus. Ich tue das hier mal auf meinen Bildschirm und Sie werden kaum Unterschiede sehen, auf jeden Fall nicht auch in so einem YouTube-Video. Das können Sie gerne selber probieren. M-Connect kostet ein paar Euro. Sollte Sie aber nicht stören, bei der Investition, die Sie hier machen, kommt es hoffentlich nicht auf weitere 10 Euro für eine App an. Innerhalb einer solchen App, ob das also M-Connect oder eine InOS-App, melden Sie dann wiederum Ihren Account an bei dem Streaming-Anbieter. Und das ist für mein Beispiel Tidal, das kann bei Ihnen Spotify oder Cubase sein oder irgendein anderer Anbieter, der da auswählbar ist. Aber Sie benutzen dann in diesem Fall die M-Connect-App für diesen Nagra-Streamer und diese M-Connect-App macht Ihnen insofern mehr Spaß, als die Klangqualität besser ist, Sie von M-Connect aber auch Dateien abspielen können, die auf diesem USB-Stick ist, die Sie vorher schon gesehen haben und der wieder in diesem kleinen Kistchen drin steckt. So, und jetzt möchte ich Ihnen noch ein Musikstück vorstellen, wo Sie mit einer solchen Anlage auch zu Hause, wenn Sie so eine Anlage haben oder irgendwas anderes, wo Sie streamen, wo Sie mal ausprobieren können, was Ihr Gerät eigentlich kann. Und ich möchte Ihnen dieses Musikstück auch insofern vorstellen, als es interpretatorisch einfach atemberaubend fantastisch ist, aber die Musik auch wunderschön ist, auch für Menschen, die Klassik nicht mögen. Und ich bin ja eher der Klassikhörer und deswegen ist meine Musikauswahl in diesen Videos immer ein bisschen klassiklastig, aber ich hoffe, dass es Ihnen trotzdem
Spaß macht und Sie vielleicht mal eine Anregung haben, da reinzuhören. Es geht um das Violinkonzert von Sibelius. Das ist ein Werk, das ja ein nordischer Komponist geschrieben hat und das ganz fein daherkommt und nicht atonal ist, aber ein moderneres Violinkonzert ist. Das ist in ganz, ganz vielen Aufnahmen erschienen und ich halte zunächst mal eine Schallplatte in die Linse. Das hier ist aus meiner Jugend mein Einstieg, wenn Sie so wollen, in auch die Musik von Sibelius. Eine Aufnahme, die Sie fast in, bei, ach, ich wollte jetzt sagen, bei jedem Plattenhändler kriegen, vielleicht nicht gerade bei jedem, aber bei ganz, ganz vielen. Isaac Cern spielt das Sibelius-Violinkonzert. Das ist großartig. Die eine Aufnahme ist audiophil betrachtet gut, sicher nicht überragend toll, aber von der Interpretation her so maßstabsetzend, dass ich lange Zeit nur diese Aufnahme rückwärts mitpfeifen konnte, wenn Sie so wollen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Warum ich das in diesem Zusammenhang hier in die Kamera halte, dieses Musikstück, ist, es gibt eine Neueinspielung von Janine Jansen und Klaus Mäkelä. Und diese Aufnahme sollten Sie sich unbedingt anhören. Die ist in diesem Fall, ist es ein Tidal Zugang, den ich hier habe. Diese Aufnahme kriegen Sie sicher auch bei den anderen Streamingdiensten. Und ich habe selten überhaupt diese Einspielung, aber auch insgesamt Musik aus dieser Zeit gehört, die dermaßen herzergreifend sie wie so in so einen Zauberwald entführt. Janine Jansen spielt dieses Violinkonzert auf eine so feine, fragile Art und zugleich packend, dass sie davor sitzen und einfach nur in dieses Musikgeschehen, in diese Welt eintauchen. Und das gelingt auch mit einem solchen Streamer, mit einem solchen DAC, mit einer solchen Anlage einfach nur atemberaubend gut. Es ist bei Streaming ja leider immer noch so, dass viele Aufnahmen nicht ganz das Niveau ausnutzen, das solche Systeme eigentlich haben. Aber mit dieser Einspielung als einem Beispiel von sicher sehr vielen, die Sie vielleicht auch haben und auch teilen möchten, wenn Sie das möchten, hier im Kanal, können Sie ausprobieren, was Sie mit Streaming heute anstellen können, in Anführungsstrichen, und wie wunderbar und mitreißend das ist. Solche Aufnahmen, gerade auch mit großem Orchester, profitieren enorm davon, wenn Sie eine solche Anlage haben und, jetzt kommt noch ein kleiner Zusatztipp, Sie die Geräte wie hier mechanisch isolieren durch Stillpoints und zusätzlich Schnerzinger-Equipment benutzen, um HF-Strahlung, die den Raum hier durchdringt und unsere gerade digitale Wiedergabekette doch ein wenig aus dem Lot bringt, wenn Sie solche Schnerzinger-Produkte wie ein LAN-Protektor, Grid-Protektor und so weiter mit einsetzen, das Klangbild insbesondere bei solchen Aufnahmen, aber natürlich auch bei Rock, Pop und was Sie sonst hören, wird dermaßen plastisch und frei von Artefakten. Die Musik steht hier regelrecht im Raum und ich würde jetzt Janine Jansen im Weg stehen, wenn die spielen würde. Probieren Sie das aus, es ist großartig, garantiere ich Ihnen. So, wenn Sie jetzt sagen, das ist wieder mal so ein Quatsch, herzlichen Dank, ich höre weiter über meinen, was weiß ich, System, da gibt es noch gar nicht digital. Wunderbar, haben Sie Ihren Spaß, schön, dass Sie dabei waren, muss ja nicht immer das Neueste sein. Wenn Sie aber jetzt sagen, Mensch, ja, Streaming, das könnte mich mal interessieren, fangen Sie doch mal an, besorgen Sie sich einen Testaccount bei Kubus, Tidal, Spotify, schauen Sie mal da rein, ob Sie damit klarkommen. Und dann streamen Sie einfach über so ein 20-Euro Bluetooth-Kistchen über Ihre Anlage und schauen mal, was da so passiert, ob Sie Lust haben auf diese Musik. Wenn Sie meinen ja, dann besorgen Sie sich einen angemessenen Digitalwandler mit einem angemessenen Streamer. Und was das jeweils für Ihre Anlage heißt, können Sie erfahren, wenn Sie bei uns anrufen oder vorbeischauen oder bei anderen guten Händlern. Und wenn Sie sowas in High-End-Qualität haben möchten, dann müssten Sie sowieso bei uns vorbeikommen, weil das bei uns ganz besonders viel Spaß macht. Und wir haben diese Systeme in Berlin in der Regel immer vorführbereit. Und auch in Heitersheim haben wir so einiges, also in südlich von Freiburg, in unserem neuen High-End-Studio. Und ich kann Sie nur einladen, kommen Sie vorbei, hören Sie sich das an.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass wir uns bald mal live gegenüberstehen. Tschüss.